Da muss ich hoch. So ein Verhalten habe ich noch nie gesehen. Okay. Warum würde jemand so etwas tun? Weil er hochklettern will. Ist das nicht offensichtlich? So, und damit sind wir hier oben. Und ich würde sagen, synchronisieren wir erstmal. Oh, das sieht richtig geil aus, muss ich sagen. Richtig schöner Weitblick und so. Nicht schlecht. Woo! 9 von 11. 2 fehlen noch. Warum tut er euch vor? Ja, ja, ja. Wie streng die sind, dass man nicht auf den Dächern sein darf und so. Da. Da komme ich rüber. Zack, zack, zack. So, den haben wir schon mal erledigt. Kommen wir hier dann hoch? Ja. Okay. 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 Scheiße! Das war schmerzhaft. Ihr sagt, er wendet euren Leiden den Rücken zu. Aber das ist ungerecht. Seid ihr mein Gott? Nein, dann bleibt mir gefangen. Er ist trotz seiner Gabe nur ein Mensch. Ah, ich glaube, den müssen wir auch noch. Was gibt es? Was dreht er sich denn auf einmal um? So, haben wir wieder 5 Messer. Er wendet euren Leiden den Rücken zu. Aber das ist ungerecht. Befragung. Sehr schön, brauchen wir gar nicht synchronisieren, machen wir danach einfach. Und kann nicht alle retten. Schon bald, meine Freunde, schon bald wird der gute Doktor sich um euch kümmern. Habt Geduld, wartet in Demut. So viele brauchen seine Hilfe. Und ihn gibt es nur einmal. Er arbeitet ohne Unterlass, um zu heilen und zu helfen. Aber gut Ding braucht Weile. Gut. Alleine, du folgst mir, du Spacko. Spacken. Jetzt beweg dich endlich. Meine Fresse noch. Was hat er denn? Führt er Selbstgespräche? Kann ich den nicht da schon verprügeln? Ich gehe nur zufällig hier lang. Der hat echt voll die Frisur. Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Nein, hab ich nicht. Bitte geht nicht einfach. Nur ein paar Münzen, bitte. Alter, ich will den da verprügeln. Schieb ab. Ich habe Hunger. Nur ein paar Münzen. Ich flehe euch an. Gib mir doch ein bisschen Geld, ein paar Münzen. Okay. Belästigt jemand anderen. Klappe halten. Ja, machen wir das hier. Dieser Mönch will es nicht. Gnade. Kommen die anderen Spacken da auch gleich an und wollen mir einen Kopf knallen hier? Er befahl mir, die Schwede zu sagen, damit das Volk nicht rebelliert. Um ihnen Hoffnung zu geben und sie geduldig warten zu lassen. Sagt mir alles, was ihr über den Mann wisst. Ja, ja, natürlich. Ich weiß, was hier vor sich geht. Was er wirklich tut. Fahrt fort. Sie sind gesund und unverwundet, wenn sie eintreten. Aber wenn er Hand anlegt, dann nimmt das Leid seinen Lauf. Also ist er kein Heiler. Nur ein kranker, grausamer Mann.
Sein Haus ist das Haus, das Verrückte macht, wenn ihr das kennt. Schreien zu lassen, aber es muss aufhören, bevor noch mehr leiden müssen. Werdet ihr ihn aufhalten? Deshalb seid ihr noch am Leben. Er ist vorsichtig. Ihr müsst die rechte Zeit abpassen. Geht zu ihm, wenn er seine Patienten behandelt. Dann vergisst er die Welt um sich herum. Geht voll und ganz in der Arbeit auf. Ja, dann müsst ihr zuschlagen. Ich danke euch für die Information. Dann lasst ihr mich gehen? Ich wünschte, ich könnte. Tja. So viel zu dem. Nachforschungen beendet. Okay, allerdings fehlt da noch das ein oder andere. Deswegen. Oh Gott, ey, immer diese dummen Fragen. Kacke, ich weiß gerade nicht, wie ich da hochkommen soll. Was tut dieser Töpfchen? Warum er das tut? Geht oder ich werde es euch zeigen. Was? Was willst du? Ah, cool. Warum würde jemand so etwas tun? Och, Mann. Ihr dürft nicht hier sein. Geht, bevor wir Gewalt anwenden müssen. Tja, ich war schneller. Ach ja. Ah, na also. Und hopp und hopp. Nee. Genau, da hinten. Da war ich mal oben auf dem Kreuz drauf. Kann man jetzt gerade im Hintergrund sehen. Will ich nochmal rauf wieder. Boah, hier hat man wieder eine geile Aussicht. Eine richtig geile Aussicht. Synchronisieren wir doch mal. Ich weiß, es ist unnötig, ganz nach oben zu klettern, aber es sieht einfach episch aus. Von daher. So, was haben wir denn hier? Noch einen Aussichtspunkt. Und? Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauche das Geld. Einfach umgerempelt. Doch. Ich bin ja absichtlich in die Richtung gelaufen. Ihr wagt es vor meinen Augen zu stehlen? Oh, was hören wir denn da? Will mir denn niemand helfen? Offenbar nicht. Das wird dich lehren zu stehlen. Moment, da kann ich doch, oder? Nein, ganz knapp daneben. Haltet ein, bitte. Ihr tut mir weh. Was steht ihr hier herum? Versucht es. Und. Zack. Das ging ins Leere, Spacken. Das war voll durchs Gesicht. Nur einen Scheitel gezogen. Na los. Ach, wie nett von denen, dass die mir das immer so einfach machen. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ich schulde. Oh, habe ich das jetzt übersprungen? Das wollte ich eigentlich nicht. Wer kann sowas getan haben? Na gut. Sind wir hier und hopp hopp hopp. Jawoll. Ihr habt ja nichts zu suchen. Geht. Klappe halten. Ich bin ein kleiner Rebell, ich mach was ich will. So, letzter Aussichtspunkt wird synchronisiert. Das heißt, ich glaube, eine Informantenmission, also eine Information gibt es hier noch zu sammeln. Genau. Direkt hier. Sehr schön. Und dann. Oh cool, was ist das denn? Altair, was will der denn von mir? Er ist mir auf den Fersen. Er sah mich. Er wird mich töten. Und meine Frau und Kinder. So ein Dilemma. Seid ihr hier, um mein Leid zu beenden? Nein, Al-Mualim ist barmherziger, als ich dachte. Könntet ihr mir dann helfen?
Ein Ritter der Hospitaliter verfolgt mich. Wenn ihr ihn eliminieren könntet. Ich bin hier in Akkon. Seit die Kreuzritter die Belagerung alles begangen. Klar? Ich kann euch wertvolle Informationen geben. Das ist gut. Schön, schön. Alles klar. Den erledigen. Ohne erwischt zu werden. Ist das Alter, willst du aufs Maul bekommen? Oh, jetzt geht er mir so auf den Sack, ne? Ja, bist ein ganz toller. Allein schon. Ja, mein... Wie der mich die ganze Zeit hier einfach nur kontert. Das ist ja frech. Och ja, bist ein ganz toller. Ja, komm, jetzt hör auf zu nerven, du Idiot, ey. Alleine wieder einfach durch meine Deckung bricht hier Scheiße und wie ich das nicht abgewehrt habe. Och Mann, jetzt verliere ich gegen einen so einen Spacko hier, oder was? Zack, verreck. Scheiß Templer hier. Ich mach das einfach anders gleich. Oder jetzt. Ach nee, muss ich ja nicht nochmal, ne? Ach so, okay. Eieiei. Na mal schauen, diesmal klappt's besser. Warum tut er das? Tja, wenn ich das wüsste, ne? Der da? Alleine, ich hab den doch nur umgebracht. Jetzt heult mal nicht gleich rum. Es ist getan. Sehr schön. Er ist tot. Ja. Oh, ich bin so dankbar. Hier ist alles, was ich über Garnier von Nablus, den Großmeister der Hospitaliter, weiß. Der ist mir ein bisschen zu nah. Garnier erlaubt seinen Patienten, die Flure der Festung zu begehen. Keiner außer Gelehrten darf seinen Arbeitsplatz betreten und die Dächer sind mit Bogenschützen bemannt. Sicher werden diese Informationen nützlich sein, um Garnier in die Hölle zu schicken. Ja, sehr schön. Das heißt, mit, wo ist der Kerl, der das zu verantworten hat? Genau, mit Gelehrten darf ich, mit Gelehrten kann ich mich reinschleichen. Sehr gut. Alter, wie soll ich denn dahin kommen? Schaffe ich es da, darüber zu... Oh, klettern. Noch ein bisschen rüber, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen und runter mit dir. Eine weitere Flagge. Damit haben wir schon 4. Yeah! Gut. Ich würde sagen, alles abgeschlossen. Wir gehen zurück zum Unterschlupf, Versteck, Assassinen-Unterschlupf. Und beginnen danach unsere ja, Attentatsmission da. Die eigentliche Mission. Oh. Ups. Ach komm. Fresse halten, misch dich nicht ein. So. Ach, immer dieser Stress. Woo. Geiler Run hier gerade. Nice. Warum geht er nicht wie die anderen? Naja, weil ich laufen muss. Gehen würde zu lange dauern. Der wäre schwer in Eile zu sein. So. Ja. Ja. Runter und fallen lassen. Sehr schön. Gut gemacht. Ach, ich dachte, der klettert da jetzt wieder hoch. Na, willst du da wohl rein? Geht Alter, doch. Ihr. Ein Vögelchen hatte mir euren Besuch. Der ist auch gechillt. Irgendwie. Von Garnier von Nablus angeordnet. Der Großmeister, wer weiß, was das da für Rauch ist, ne?
und ich weiß bereits, wann und wo